Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Und das eine Artefakt war in der Kirche und das andere liegt hier. Ezio's Gürtel. So. Wie das alles? Ich dachte, du würdest jetzt irgendwas dazu sagen. Noch nicht. Oder wir müssen erst zurück. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Kannst du das lesen? Leider nicht. Okay, dann gehen wir mal zurück. Nix. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich hab zu tun. Okay. Wie lange haben wir bis zum Start des Templar-Satelliten? Am 8. Oktober. Dann bleiben uns noch 74 Tage. Nicht viel Zeit. Denk an das, was wir im letzten Monat erlebten. 74 Tage sind eine lange Zeit. Für dich. Wir kommen dem Apfel näher. Ich kann es spüren. Wenn's nach mir ginge, hättest du mehr Pausen. Zum Glück liegt das Schicksal der Welt nicht auf deinen Schultern. Hey, blödel ruhig rum, aber deine geistige Gesundheit ist ein ernstes Thema. Die meisten Animus-Benutzer brauchten nur kurze Zeit, um extreme Nebenwirkungen zu entwickeln. Und du warst immer sehr lange da drin. Wenn wir den Apfel haben, ruhe ich mich aus. Das habe ich befürchtet. Wir haben zu tun. Diese defekten Erinnerungen werden klarer. Erstaunlich. Die Sequenz repariert sich selbst, als ob wir dir helfen, ein psychologisches Trauma zu verarbeiten. Dann werde ich nach alledem viel ausgeglichener sein? Oh, das weiß ich nicht. Aber die Idee ist cool. Sagst du das, weil du dich schuldig fühlst, sein Hirn gegrillt zu haben? Sean kriegt Toilettendienst. Okay. Ah, ja klar hältst du zu ihr. Kommunisten. Bin beschäftigt. Okay, gehen wir zurück. Gucken, was Ezio macht. Ja, ich sollte eine... Das Baby wäre soweit. ...beliebige Taste drücken. So. Wir kommen immer dem Ende fast näher. So. Ja, machen wir mal kurz, damit das auch weg ist. Ja, zu lange in der Sonne. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Ja, das sind wir. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Gut. Springen. Bisschen laut. Du hättest eigentlich direkt draußen bleiben können. So, mache ich alles später mit den Assassinen. Bronzo, was glaubst du, was du da tust? Habt ihr den Verstand verloren? Ich darf das, Leute.
Ich bin ein Assassine. Ich hoffe, das Ziel ist nicht so weit. Ist das eine Sackgasse? Nein. So. Hättest du mal im zweiten Teil den Papst getötet, Ezio, dann hättest du nicht solche Probleme jetzt. Ja. Ich glaube, so weit ist es nicht mehr. Ach, wir müssen zurück zum Vatikan. Kein Problem. Laufen wir einfach mal unbemerkt durch. Ach so. Hier waren wir doch schon mal. Venturin für den Mann, der ihn fängt. Gut. Oh Mann, das... Aber es war ein guter Blockhit. So. Was müssen wir machen? Kann nicht entdeckt werden. Oh mein Gott. Das habe ich doch nicht drauf. Nicht entdeckt werden. Du bist ja... Lustig. So, ich hätte einfach auch die Leiter benutzen können. Warum kletterst du überhaupt die Leiter falsch hoch? So, ich möchte hier nichts riskieren. Deswegen... Schnell, Ezio. Das war knapp. Knapp. So. Wir waren doch hier schon mal, ne? So, er ist zurück. Komischerweise sind jetzt zwei Wachen. Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Okay, Ezio. Da willst du nicht lang. Und da kommt eine Wache, komischerweise. Okay.
Eigentlich so, hättest du das so machen sollen. Assassin-Clan. Das ist mir nicht geheuer, was er da macht. Deswegen laufen wir mal lieber. So. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Du wolltest ihm kein Attentat geben. Ich möchte nicht auf Risiko spielen. Gut. Hast du ein paar Bolzen? Ja. Müssen wir dahin. Mist. Mist, Mist, Mist. Er hätte nicht passieren dürfen. Müssen jetzt einmal kurz warten. Okay, du kommst nicht weit. Problem habe ich auch nicht mit dir, sondern... mit ihm. Komm. Okay. Du bist aus dem Weg. Du da tust mir nichts und ihr läuft auch nur im Kreis. Es gibt nur die Möglichkeit am schnellsten. So. Stimmt, der hat ja den Schlüssel. Einen Weg in den oberen Speisesaal finden. Machen wir, machen wir, machen wir. Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Es muss doch. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat. Eine lustige. Alle, die später sterben. Okay. Ach so. Das wollte ich nicht, aber gut. Wenn er der Meinung ist, sich nicht an der Stange festzuhalten. Dann machen wir das halt so. Dein Ernst. Okay, Versuch Nummer 3.
Ist kein Problem. So, Eze, jetzt warte kurz. Sei doch mal so gütig und lass mich mal ein bisschen nachdenken. Für den Weg, wo wir hin müssen, müssen wir jetzt einmal im Kreis herumklettern. Okay. Warum es den Spieler einfach machen, wenn es auch schwierig geht? Hier ist ein Schatz. Okay, keine Wache ist hier, außer die. Kannst noch nicht pfeifen, ne? Nein. Das Gefängnis. Kann ich mit euch reden? Nein. Okay. Und Rauchbomben habe ich nur eine. Gut, dann müssen wir das mal so machen. So wollte ich das jetzt nicht angehen. Vorsichtig. Müssen wir warten, bis er wieder geht. So leise. Dann komm mal mit. Bevor jemand dich entdeckt und ich wegen dir das alles nochmal machen darf. Sagen, nicht einfach nur hochklettern. Shit. Er trifft ihn von hier aus nicht. Da muss ich dich da runterholen. Hoch. Ich weiß es. Aber gibt es den auch, ohne dass er mich sieht? Du siehst mich hier nicht. Okay, versuchen wir es anders.
Ich mach's anders. Ich hoffe, er stirbt auch, wenn ich ein Wurfmesser habe. Mist. Du hättest mich nicht entdecken dürfen. Oh Mann, hätte zu schön sein können. Dann gibt man sich schon voll die Mühe. Mist. Ja, toll. So knapp vom Ziel. Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein! Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich! Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen, es war deine! Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist das nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater! Erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle! Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich! Und will ich euren Tod! Stirbt ihr! Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist! Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt? Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! V-Eingang runter. Niemand. Ja, ist klar, niemanden töten. Ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Reingehauen.